float like a feather in a beautiful. Als was bezeichne ich mich? Schon als etwas freakischer, durchgeknallter Mensch. Und ich würde behaupten, die ersten 40 Jahre meiner Kindheit waren die schlimmsten. Und der macht so alles Mögliche aus allem Möglichen. Das ist dein Schatz. Kannst du als Bild machen. Was halt für ein Arsch, oder? Das ist keiner von der Stange. Das ist so was ganz Besonderes. Ich bin der Lars, ein Weltreisender, ohne weit wegzufahren. Und ich lebe hier so eine Gratwanderung zwischen Dorfleben und World Wide Web. Die gesunde Mischung zwischen Handwerksmeister und Freak. You're so very special. Wenn kein Mensch ein Tattoo hat, braucht der Lars ein Tattoo. Und wenn jeder ein Golf fährt, hat der Lars ein Motorrad. But I'm a queen. Begnadeter Handwerker, der setzt sich was in den Kopf und macht es. Ja, der hat doch keine Angst. Vor nix. Ich bewundere das. But I'm a creep. Ich bin 48 Jahre alt, Schreinermeister, Papa von zwei Kindern und Visionär. Aktuelle Vision ist, hinterm Haus ein Tiny Dorf entstehen zu lassen. Dieses Projekt startet in ein paar Tagen und ich würde euch gerne mitnehmen. Also das wird eine Terrasse. Die kriegen wir noch höher auf 90 und dann sind wir ungefähr auf Tiny House. Alle helfen. Super. Ah, das passt. Hier ist die Schraube sowieso schon draußen. Guck. Wunderbar. Die Grundsicherheit, um die kümmern wir uns. Und die ganzen Makers, die machen dann den Rest. Das ist der Plan. Dass wir das ganze Gelände hier einmal als großen Makerspielplatz verwenden und auch gleichzeitig als Campingmöglichkeit auf der Wiese dahinter in Auto, Bus, Zelt. Makers Day? Ich habe sowas vorher noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, was das ist. Inzwischen habe ich mir das erklären lassen. Das sind Macher. Ja, und wir machen einen Machertag. Der Schreinermeister ist von Instagram zum Original unter den Hammerhandwerkern gewählt worden. Seine Community wächst. TikTok, Facebook, überall sammelt er Fans mit seinen Erklärvideos aus der Werkstatt. Letztlich haben wir jetzt hier eine Massivholzplatte. Um diese selbstgebauten Wohnträume auf engstem Raum geht es im Sommer. Und um Gleichgesinnte aus ganz Deutschland. Dieser Bauwagen. Aus dem soll ein bewohnbares Tiny House werden. Der Lars holt sich die Welt zu sich. Die Menschen kommen zu ihm. Wir können also hier auch den ganzen Tag werkeln an Projekten und abends haben wir aber die Zeit am Lagerfeuer. Wir wissen nicht, wie viele kommen, aber irgendwie macht es auch Spaß, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt. Das ist eigentlich schon sehr spannend. So nicht. Jetzt. Ja. Nochmal? Nee, ich glaube, es ist gut. Also ich bin Rainer, Rainer Fronius. Ich lebe in Frankreich, neben Paris, mit meinen vier Kindern und meiner Frau. Und ich bin hier Praktikant für 4 Wochen. Ich bin Ingenieur für Elektrotechnik und bin in einem großen Unternehmen tätig. Mit Lars kann man schon richtig viel lernen. Und somit ist mir hier jemand zugelaufen, der viel älter ist wie ich, aus einer ganz anderen Berufsbranche kommt, also eigentlich auch höher angesiedelt ist wie ein Handwerker, der aber gerne auf dieses Wissen hier zurückgreifen möchte und möchte hier aus dem Handwerk was lernen. Live, in Farbe. Groupie geht mir dann doch zu weit, ja? Groupie geht mir dann doch zu weit. Na, ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan, weil er zeigt ja nicht nur, was er macht und wie er es macht. Bei ihm sind auch der Sicherheitsaspekt wichtig und das, was er Schreinergesetze nennt. Schreinergesetze, Hashtag 4. Man könnte das jetzt Theorie nennen. Noch ist hier nichts falsch, weil das Scharnier noch nicht bestimmt ist. Ein Zuschauer hat geschrieben, 0% Eitelkeit und aber 1000% Information. Also, und das stimmt. Also er steht morgens auf, er geht runter in die Werkstatt. Der Tag steht so, aber er sagt so, ich mach das jetzt. Jetzt habe ich hier gerade das klassische Beispiel, wie man das nicht macht. Das Internet gehört keinem. Also viele denken junge Leute, aber wenn ich jetzt so unsere
Gemeinschaft so sehe, sind eigentlich doch schon ab 40 die Leute, sage ich mal. Jeder darf ins Internet und jeder sollte aufs Internet zugreifen dürfen. So sehe ich das. Altersunterschied ist natürlich schon groß mit über 20 Jahren, aber ich hatte keine so harmonische Beziehung wie diese. Grundsätzlich habe ich festgestellt, dass ich in dieser ganzen Internet-Community-Influencer-Geschichte eigentlich schon 10 Jahre zu alt bin. Viele schätzen ihn gar nicht so alt, wie er jetzt im Endeffekt ist. Aber mein Ziel war ja immer, im Handwerk Jugend zu erreichen. Nee, es geht nicht ums Alter, es geht ums Machen. So. Also das Machen ist ja die Sache und dann ist egal, ob man 70 ist oder 10 ist. Das finden auch seine Sponsoren. Und das Standing hat er. Er macht das, weil es Spaß macht, aber er braucht es nicht. Und deshalb geht auch mit der Lockerheit da dran, glaube ich. Runterschneiden auf die Länge von dem Keil. Quasi, das hier ist die Keilschablone. Kann ich hier oben reinhalten. Und dann sehe ich ja, wie lang mein Keil wird, wo die Schrägung quasi zu Ende ist. Und dann dieses Maß schneiden. Das gibt einem ein gutes Gefühl. Und auch wieder ein gewisses Selbstwertgefühl, dass man geschätzt wird, dass Handwerk geschätzt wird. In meinen Analytics kann ich sehen, dass auch Leute von Amerika darauf zugreifen. Deshalb ist das für YouTube, gibt es keine Grenzen. Also das ist weltweit interessant. Erster Schnitt erledigt. Jetzt fehlt hier noch der zweite. Die Leute, die auf mich anspringen, sind definitiv eigenständige Charaktere, die nicht der Norm entsprechen. Im direkten Umfeld findet man solche Leute eher weniger. Aber deutschlandweit stellt man fest, dass man nicht so alleine ist, ja. Auch wenn man sich im Gegensatz zu seinem direkten Umfeld oder Nachbarn mit anderen Dingen beschäftigt, gibt es ja irgendwo auf der Welt auch Leute, die ähnlich ticken. Und das findet sich aufgrund dieser Reichweite auf jeden Fall irgendwann dann zusammen. Ich habe mir manchmal Sorgen gemacht und denke, der bringt sein Leben nicht auf die Reihe. Der wird nicht erwachsen. Den hast du ewig an der Backe, gell? Ich bin verzweifelt an dem. Ich bin verzweifelt. Und jetzt hätte ja keiner gedacht, dass aus mir irgendwann mal was wird. Den hier mag ich, weil der eigentlich die Frechheit meiner Jugend bebildert in 3D. Ich glaube, so ähnlich war ich früher drauf. Mit dem schelmischen Gesicht. Früher hat man den Klassenclown genannt, würde ich mal sagen. Vielleicht war ich der. Und habe natürlich auch mit denen gespielt, mit denen sonst keiner spielen durfte. Schulische Leistungen waren nicht prickelnd. Die Lehrer sind an dem verzweifelt und der ist an den Lehrer verzweifelt. Ich glaube, heute nennt man das ADHS-Kind. Aber ich glaube, den Ausdruck gab es ja früher noch nicht. Früher hat man dann einen hinter die Ohren gekriegt und dann war der Anfall vorbei, sagt man so schön. Lars war einfach zu quirlig. Nicht rebellisch, kann man nicht sagen. Aber den hat er einfach nicht interessiert, was da erzählt wurde. Viele Dinge wusste er wahrscheinlich. Für sich hat er gesagt, brauche ich gar nicht hinzuhören, kenne ich sowieso. Und dann machte der schon wieder anderen Unsinn. Ne? Also es gab eine Begegnung mit einer Lehrerin dieser Grundschulzeit, die mich als Kind sehr geprägt hat. Nicht zum Guten. Da war ich 20 Jahre alt, wir sind auf ein Klassentreffen gefahren, da war auch diese Lehrerin. Ich bin schon aufgefallen, dass ich bei Ankunft zwischen 10 Golf GTIs einen VW-Bus geparkt habe. Und beim Aussteigen auch noch eine Freundin dabei hatte, wobei in der Einladung stand, bitte alleine kommen. Das war auch das erste Gespräch mit meiner Lehrerin, dass sie sagt, hallo, du bist bestimmt der Lars. Ich sage, ja. Sie sagt, auf der Einladung stand, bitte alleine kommen. Da sage ich, ja. Sag ich kann auch direkt wieder fahren, habe ich kein Problem mit. Und dann sagt sie, das habe ich mir gedacht, dass du dich so entwickelst. What the hell am I doing? Don't belong here. I don't care if it hurts.
Nee, ich hatte das Gefühl, dass die nach 20 Jahren noch mal versucht hat, meinen Willen zu brechen. Und das hat sie als Kind nicht geschafft. Und als Erwachsener konnte ich drüber stehen. Aber es hat eigentlich widergespiegelt, wie meine Kindheit mit ihr gelaufen ist. Ja. Also ich hatte einen Einzelplatz hinterm Pult gegenüber der Klasse. Und wenn ich dann mal das Gefühl hatte, ich mache jetzt mal mit, hat die mich ja gar nicht registriert, weil ich habe ja hinter ihr gesessen. Das war Endstadium dieser Lehrerin. Und dann hat meine Mama das genullt und hat mich aus dieser Klasse rausgeholt, hat mich bei einer anderen Lehrerin gesteckt. Und ab dem Zeitpunkt war meine Schullaufbahn nur noch halb so schwer. Ich mochte das Kind so, wie das ist. Aber die anderen kamen da nicht so gut mit klar. Sagt man Mobbing dazu? Vielleicht würde ich das heute als Mobbing betiteln, ja. Und irgendwann habe ich aus diesem Schelm einen Zimmermann gemacht, nachdem doch etwas aus mir geworden ist. Der springt über mein Logo. Und das ist so die Versinnbildlichung von mir und meinem Tun der letzten 20 Jahre. Die To-Do-Liste ist runtergefallen, um Gottes Willen. Heute bin ich stolz auf den. Heute bin ich richtig stolz auf den. Muss ich so sagen. Ich bin irgendwann mal vor ein paar Jahren auf den YouTube-Kanal vom Lars gestoßen. Ich habe gesagt, komm, probier's mal, schwätsch mit ihm. Und jetzt hoffe ich, dass das alles so klappt. Das ist eigentlich so Sonntagsprogramm bei uns. Sonntags vormittags gucken wir die ganzen Schreinerprogramme. Und dann ist wirklich der Herr Nobelhobel, dann Philipp Konter. Und wie das jetzt kam, habe ich auch gesagt, ja, die müssen wir jetzt live kennenlernen. Das ist immer wie mit Fans beim Fernsehen. Und haben 3,5 Stunden im Stau. Also wir haben alles auf uns genommen, um herzukommen. Fans. Wir wollen mal die Leute, die wir sonst nur im Fernsehen sehen oder auf YouTube, mal live sehen. Das ist auch ganz klar. Also einer der wichtigen unserer Community ist eben angereist, der Arne. Der wird auch noch ein eigenes YouTube-Video hierzu machen. Da wird jetzt der Campingbad. Er wollte sonst nichts schaffen, hat er gesagt, außer Schrauben anreichen. Und so kommt man hier nicht durchleben. Still stehen ist nur was für Sesselpupser. Zwei, drei getrennte Teams am Laufen, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ich glaube, was das möglich macht, dass das so ist, oder es sind nur Praktiker am Werk, keine Theoretiker, die erst nur vier Tage Konzepte schreiben, sondern hier ist so, wo soll ich anpacken, welche Richtung, und dann geht direkt los. Wird nicht viel nachgedacht, sondern machen. Zieht sich durch alle Gewerke, inklusive Campingaufteilung, wo welche Zelte stehen, wer den guten Platz abkriegt, oder über Lebensmittelherstellung. Also ausgerichtet ist, jetzt müssen wir noch verschrauben und dann Ablänge und dann Geländer. Alles Selbstläufer, und dann gibt das so eine Dynamik in jeder Ecke. Ja, das wäre ein gutes Beispiel für unser ganzes Land, ne? Wenn mehr Leute einfach nur machen würden und nicht erstmal alle Probleme suchen. Ja, dieses kleine Schachbrett, was ihr da gemacht habt, das ist so groß wie eine frühere 40-Pfennig-Briefmarke. Vielleicht der erste Versuch, was Großes draus zu machen. Das war mein ganzer Stolz zu dieser Zeit. Ich war zwischen 8 und 10 Jahren alt, und es ist ein Wunder, dass dieses Teil nach 40 Jahren noch existiert. Aber auch nur wegen dieser Schmuckdose, wo es immer drin war, sonst hätte ich es schon lang verloren. Aus kleinen Furnierstückchen ist das zusammengestellt, also nicht handbemalt, sondern mit dem Cuttermesserchen ausgeschnitten, zusammengeklebt. Das war der pure Wahnsinn. Die Ideen, die gehen ja mit dem, die gehen ja durch mit dem. Und nachdem es fertig war, war das mein erster Versuch, vielleicht mal im Guinness-Buch der Rekorde aufzutauchen.
hat aber leider nicht funktioniert. Es gab aber ein Antwortschreiben vom Guinness-Buch. Es wäre auf Dauer nicht sinnvoll. Oh, the good life, full of fun, seems to be. Und der Lars hat sich hat für seine Aufmerksamkeit gesorgt. Yes, the good life. Also, wie wir kleine Kinder waren, haben wir immer zusammen gespielt, weil unsere Eltern den Laden nebeneinander hatten. Mein Name ist Marc Buchner. Mein Vater hatte damals hier einen Radio-Fernsehladen gehabt. Und dem Lars, sein Vater, war Metzgermeister und er hatte da eine Metzgerei gehabt. Die ersten Jahre in der Wiege habe ich dann hinter der Theke verbracht, weil Mutti musste ja die Theke bedienen. Und der Papa stand hinten in der Wurstküche und hat die Wurst produziert, die die Mama vorne verkauft hat. Und ich kann mich auch noch bestens daran erinnern, dass ich mit meinem Papa jeden Abend mit den Tageseinnahmen, die wurden in so eine Geldkassette gepackt. Und ich glaube, so 20 Meter hier runter waren Zebrastreifen. Mhm. Und dann habe ich mit dem Papa immer ein Wettrennen gemacht. Über den Zebrastreifen bis hin zur Kasse, wo wir das dann in den Nachttresor eingeworfen haben. Schöne Zeit. Wettrennen mit dem Papa, der ja sonst den ganzen Tag hier Zeit hat. Ja, das war der Highlight des Tages. Das waren die paar Minuten Aufmerksamkeit, die wir dann hatten. Ne? Genau, richtig, ja. Genau. Hast immer direkt eine Antwort gekriegt, wir waren ja immer da. Aber der zweite Satz war, ich habe jetzt keine Zeit, wir reden heute Abend drüber. Genau. Genau, soweit. Also der Lars hat sich die Aufmerksamkeit geholt, weil er, wie ich, auch ein Kind von Selbstständigen war. Und dann muss man gucken, dass die Alten das halt mitkriegen, dass man noch da ist. Wir kannten sich anders und deshalb war es in Ordnung. Der Vater hatte immer so Riesenkartons gehabt, weil früher waren die Fernseher, das waren so Röhrenfernseher, da waren Riesenkartons drumherum. Da haben wir uns aus dem Karton eine Hütte gebaut, mit einem Messer Fenster reingeschnitzt. Und dann haben wir da drin gespielt, schon in kleinster Kindheit. Und manchmal mussten wir bei ihm spielen und durften nicht raus, das weiß ich ja. Also größte Aufgabe war, pünktlich um 6 Uhr zu Hause zu sein, um Salate abzudecken und ins Kühlhaus zu bringen. Und ich durfte auch keine 5 Minuten später sein, sonst hat das ja schon die Mama gemacht oder eine Angestellte. Und danach durfte ich wieder raus und durfte dann den Tag weiter genießen bis um 8, sage ich mal, je nachdem, altersbedingt. Aber auf jeden Fall war ich immer integriert in das Geschäft und natürlich auch bekannt in der Stadt als Metzgersohn. Also man muss doch immer aufpassen, was man tut und was man sagt. Ich habe einen behinderten Bruder, der ist 5 Jahre älter wie ich und der wohnt in der Nähe mehr, wo wir jetzt sind, in einem Pflegeheim. Und der war als Kind war mir beide relativ gleich fit. Mit 4 war mir gleich, mit 10 hat man schon gemerkt, dass er ein Handicap hat. Und Sven musste behütet werden wie ein rohes Ei, weil der eben den Sauerstoffmangel bei der Geburt hatte. Man musste mit ihm umgehen, als wäre er 10 Jahre jünger. Das war einfach wie ein kleineres Geschwisterkind. Und ein Problem habe ich nicht gesehen. Ich glaube auch nicht, dass der Lars damit ein Problem hatte. Wir kaufen dich. Aha, dein Sohn ist da. Ich sehe keinen roten Teppich. So. Ja, getrunken werde ich da mal. Getrunken wirst du natürlich. Tag, mein Junge. Hallo. Ja. Hat er auch die Wahrheit gesagt? Also das hatte ich gelernt gekriegt. Hier unten haben wir auch eine Theke, gell? Das ist die Theke der Wahrheit. Das war früher schon so, wo der noch kleiner war. Und so kann man sagen, an dieser Theke werden alle Probleme angesprochen und ehrlich beantwortet. Und da gibt es kein Tabuthema. Und von daher gibt es auch keine Leichen im Keller, wo man nicht drüber gesprochen hat. Und den Besten, den wir haben, da ist jetzt meine Frau hin. Wir haben ja einen schwerstbehinderten Sohn, ne? Der ist 5 Jahre älter als der Lars. Und ein Kampf, ein ganzes Leben, ein Kampf. Dieses Schicksal kann man nicht erklären, das muss man leben. Ne? Das geht nicht zu erklären, was da dran hängt. Und man wird überall total alleine gelassen.
Also mein beeinträchtigter Bruder hat schon immer eine große Rolle in dem Leben gespielt und er hatte auch immer Vorrang. Also der stand immer auf Platz 1, wurde auch so kommuniziert von meinen Eltern mit dem Argument, dass er einfach sowieso schon ein Handicap hat im Leben und man ihn deshalb bevorzugt, will ich nicht sagen, aber dass man mehr auf seine Bedürfnisse eingeht. Und dann war ich direkt im nächsten Rang. Was mich aber auch, glaube ich, nicht wirklich belastet hat. Also es hat dann nichts gefehlt. Wir haben eine schöne Kindheit verbracht und haben auch miteinander viel Zeit verbracht. Also ich lieb meinen Bruder, ja, absolut. Auch er als kleiner Junge musste sehr viel Rücksicht nehmen auf diesen kranken Bruder, auf den Sven. Dass der nicht fällt oder sich doch nicht wehtut und pass mal auf und ne. Der Sven war ja nicht am Leben beteiligt und er hat da auch nicht mitspielen können. Aber wir haben uns immer darum gekümmert, dass er mal was zu trinken hatte. Und er hat ja am Leben so nicht teilgenommen, wie wir das jetzt hatten. Und deshalb war das ein großer Bruder, um den man sich halt kümmern muss. Also er hat einen Wortschatz von 10 Wörtern ungefähr. Verallgemeinerte Wörter. Badi ist Wasser, ob Dusche, Badewanne oder die Mosel. Oder Audüt ist Auto. Lala ist Musik, das sind so seine Om, ist, wenn man mitkommen soll. Und er liebt Menschen um sich herum und er liebt große Tische mit gutem Essen und dabei sein. Also ein sehr zufriedener, glücklicher Mensch. Also wenn viele Menschen auf dieser Welt so wären wie mein Bruder, dann wäre die Welt besser. Zufriedener. Nee, hast du mal zusammengestellt. Ah. Mit 11 Jahren. Aber das Titelblatt habe ich gemalt. Ja. Ja, das hast du gemalt. Ist ja geil. Hey. 1986, ich habe ein Sprüchebuch zusammengestellt. Wohl aus Sprüchen, die ich aus der Zeitung ausgeschnitten habe. Man muss sich einfache Ziele setzen, dann kann man sich komplizierte Umwege erlauben. Sie müssen aus den Fehlern anderer lernen, denn wir leben nicht lange genug, um sie alle selbst zu machen. Ja. Das ist die Wahrheit. Ja. Ja? Er ist mir manchmal ein bisschen zu phlegmatisch, speziell morgens, so nichts hier ran. Ne? Das musste man in der Metzgerei, waren wir ja 4 Uhr, 5 Uhr morgens. Ne? Da war der frühe Vogel wichtig. Ja, genau. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja. Und der Lars sagt, der frühe Vogel kann mich mal. Nee, weißt du, was der sagt? Der späte Vogel findet den späten Wurm. Oder so. Und die Frau ist die Seele des Geschäfts, sagen wir mal. Das ist die, die das an den Mann bringen muss. Also, was ich weiß, ist, dass die Mama auch ihren Kopf durchgesetzt hat. Ja. Weil die Mama irgendwann mal zu dir gesagt hat, lass uns doch mal Nudeln mit Hackfleischsoße verkaufen in der Metzgerei als Mittagsmenü. Ja. Und dann hat der Papa wohl gesagt, wir sind Metzgerei, wir verkaufen doch ja keine Nudeln. Ja, das stimmt, ja. Und die Mama hat es heimlich getan. Ja. Und hat dann abends dem Papa erzählt, ich habe den ganzen Topf Hackfleisch mit Soße verkauft an Banker gegenüber zum Mittagsmenü, die wollen morgen wiederkommen. Ja. Und damit war der Mittagstisch in der Metzgerei geboren und die heiße Theke. Die heiße Theke, ja. Und damit war mir unserer Zeit oder ihr eurer Zeit weit voraus. Ja. Und die Wärme, die Hitze macht natürlich schwer zu schaffen. Mach wieder hoch! Also gefühlt 45, Thermostat, keine Ahnung, was das war. Im Schatten? Mitte 30, würde ich sagen, 28 oder? Im Schatten, würde ich sagen. Auf jeden Fall viel zu viel. Herzlich willkommen zur Makers Week 2023 hier in den wunderschönen Highlands bei Lars aka Nobelhobel. Ich stecke jetzt hier die Dämmung rein, dass wir die Folie spannen können und dann die Nut- und Federbretter an die Wand tackern können. Jetzt hat sich keiner durchgerungen bei der Hitze, deshalb mache ich das jetzt. Aber danach geht es hier wieder weiter. Jetzt verlinken wir die Welt, ja. Und die Community muss ja wissen, wie weit wir sind. Und die Jungs sind fleißig in der Werkstatt. Und was sie jetzt anstellen, das gucken wir uns jetzt mal an. Würde ich jetzt als nächstes vorschlagen, der rennt hier irgendwo rum. Ja, das ist der Robert. Das ist nämlich mein Assistent.
Und wenn du dann nicht lieferst, also kein Video lieferst, kommen auch wirklich Nachrichten rein. Geht's dir gut? Bist du gesund? Ich würde gerne mal wissen, was jetzt mit dem Gewächshaus geworden ist und sowas. Ne? Und das baut einen Druck auf. Ne? Also was mich süchtig macht an YouTube-Videos drehen, ist die Kommentarspalte unten drunter. Also da entstehen so viele schöne Diskussionen teilweise untereinander, unter Fachleuten, Verbesserungsvorschläge, Leute, die schreiben, ich bin seit 30 Jahren Schreiner, ich habe das noch nie so gemacht. Und das macht das Gesamte besser. Das ist der Habu. Der dickste, der hier anrückt, hat auf YouTube 300.000 Abonnenten und ist da in der Szene voll drin und ist eigentlich der Kopf unserer Community. Und der macht so alles Mögliche aus allem Möglichen. Das so ist dein Standardspruch. Ungefähr beschreiben. Ja, ja. Ja, das, das sieht man dann. Noch nicht ganz so weit, wie ich gern wäre. Aber wir machen noch einen Nachtschicht, glaube ich. Aber wichtig, ohne Mampf kein Kampf. You float like a feather. Der liegt im Lager. Nein, wir machen. Ich danke beim Flo. Das ist ja geil. Mal leck. Aber im deutschsprachigen Raum bin ich einer der größeren YouTube-Kanäle als Schweizer. Jenny Swiss heißt mein YouTube-Kanal. Ich bediene die Träume vom Auswandern, vom Eigenheim, von der großen Werkstatt, vom Machen, was man Bock hat, von coolen Autos, Pickups, einfach realisieren. Hier sind ganz viele Individualisten, die das halt leben und tun. Das ist wirklich gut gemacht, also Wahnsinn. Da hat sich mal einer richtig Freude gemacht, 20 Jahre. Ja, mal sehen, ob ich es 20 Jahre auch mache. Machen, was man Lust hat. Und mutig sein, unwegsames Gelände zu betreten und die Steine, die einem in den Weg gelegt werden, zusammensammeln und damit ein Haus bauen. Mutig sein. Und das ist auch mein Herzensding hier. Großprojekt, das größte nach meinem Haus. Wenn man auf sowas steht, dann ist das eine Traumerfüllung. Aus Amerika importiert, über Holland nach Hause geschleppt, einmal komplett zerlegt und wieder zusammengeschraubt. Und es ist wieder so ein Projekt, was man nicht geglaubt hätte, dass man das schaffen kann. Und das ist so ein Selbstbeweis. Also es gibt kein Halbgas, es gibt nur Vollgas und es muss dann auch fertig werden. Holte sich von Amerika. Alles nur über das Internet. Jeder hätte gedacht, kommt doch gar nicht an das Ding hier. Was machst du da? Doch, er hat da fest dran geglaubt. Und er ist auch angekommen. Mein Vater ist sehr verrückt. Also andere Väter, die sind so, die arbeiten und dann sind die zu Hause, dann essen die Abend und dann gehen die ins Bett. Und mein Vater ist eher so, der arbeitet und danach sagt er, ich gehe jetzt noch nicht ins Bett und ich esse jetzt noch nicht zu Abend. Ich baue jetzt erstmal an meinem Chevy unten weiter. Und dann helfe ich und vielleicht bin ich dann halt am Ende auch ein Teil von dieser verrückten Idee. Und das finde ich halt so toll. Und wir waren ja damals auf einem Maker-Treffen Richtung Habu unterwegs. Er wusste nichts davon, dass der Wagen TÜV hat, dass er fahrfähig ist. Und ich wollte als Überraschung mit dem Auto auf dieses Maker-Treffen fahren. Und wo er zum Stillstand kam, hatten wir gerade 100 Kilometer Autobahn hinter uns, kam gerade aus der Ausfahrt raus. Und dann habe ich gemerkt, dass Qualm aus dem Motorraum kommt und bin erstmal rechts rangefahren. Und dann hat sich die Misere bestätigt. Und jetzt steht er wieder hier als Baustelle. Während dem Makers Day wollen wir also einen Motor tauschen. Vielleicht läuft er am letzten Tag wieder. Das wäre natürlich wieder so ein Wunschdenken. Ob das realistisch ist, weiß ich nicht. Um 5 ging das Gewitter los. Da waren alle wach. Nass? Ich war lieber am Auto gelegen. Das Kopfkissen wäre nass, Kuscheltier wäre auch nass. Hat ja heute Nacht auf einmal richtig angefangen zu ballern. Sind wir ein bisschen nass geworden. Teilweise lief der Bach durchs Zelt. Okay.
Ich war lieber am Auto gelegen. Und dann war ich klatschnass und dann bin ich ins Fahrerhaus und habe jetzt von meinem Kurzschluss einen Abdruck am Hintern. Aber es ist nicht schlimm. Es wurde die Kaffeemaschine gefüllt mit Kaffee ohne Wasser. Ja. Moin, moin! Moin! Die Lage ist, dass der Motor jetzt gerade schon fast verloren hat und gleich rauskommt. Und dann gucken wir mal, wie lange wir brauchen, den neuen Motor reinzuschubsen, eine Runde zu fahren. Damit ihr alle eine Runde fahren könnt. Langsam Spannung. Damit ihr alle eine Runde fahren könnt. Genau. Ich durchs Dorf ballern. Das ist ein Chevrolet Pickup aus den 30er Jahren, den der Lars restauriert und instand setzt. Leider ist es beim Instandsetzen von dem Motor zu ein paar Komplikationen gekommen, dass der eben gefressen hat. Aber schlau wie er ist, hat er sich einfach einen komplett neuen Motor, einen neuen gebrauchten Motor, neuwertig, wie man sieht, besorgt. Die Garantie ist erst abgelaufen bei dem Ding. Vor 50 Jahren. Ja, du musst gib mir mal noch einen. Also wirklich ganz lange brauchen, bis das alles ready ist. Und wenn wir nachts bestimmt nicht mit der Karre durch die Gegend fahren, die Nachbarschaft stören. Aber morgen früh dann halt, ne? Frühstücksfahrt, Brötchen holen oder sowas irgendwie. Bei so einem alten Auto kann alles passieren, ist alles möglich. Motor, Getriebe, alles was dranhängt, ist ein potenzieller Schaden eigentlich. Bei dir ansetzt, wenn sie gleich lang sind, müsste der Motor jetzt die aber vorne ein bisschen kürzer. Rechts. Die ist kürzer, die Schrauben. Ah, die ist kürzer? Nee. Der Blaue ist hier jemand aus dem Dorf sogar, der den gleichen Traum lebt wie ich. Und er hat den vor ein paar Jahren als fertiges, fahrbares Auto gekauft. Und das ist auch so sein Stückchen Freiheit in der Welt hier. Guten Tag! Noch im Dienst hier. Hallo. Das ist ja normal. Rentner und Arbeitslose haben nie Zeit. Das waren ja noch Zeiten, da konnte man sich die Lehrlinge aussuchen. Der hat für mich von vorne weg ein Potenzial gehabt. Ich habe den gescannt jetzt. War erkennbar, dass man aus dem Rohedelstein was machen kann. Und der ist irgendwo auch ein bunter Vogel geblieben. Nicht der klassische Schreiner. Ich war jeher der Meinung, dass ein gesundes Selbstbewusstsein höher zu bewerten ist wie eine Schulnote besser. An das Gesellenstück kann ich mich hervorragend erinnern. Das ist ein Korkenzieher-ähnliches Gebilde gewesen. Ein absolutes Unikat, was es noch nicht gab. Nächstes Kapitel meines Lebens. Das war nach der Meisterschule. Ging es auf große Reise aufgrund von meiner damaligen Freundin. Die wollte ein Auslandsjahr machen als Au-pair-Mädel, ist nach England gegangen. Und für mich war es unvorstellbar, ein Jahr lang zu warten, bis sie zurückkommt. Also habe ich Sack und Pack gepackt in mein Auto, mein ganzes Werkzeug eingeladen, einen Hänger dran gehangen, mein Motorrad draufgestellt und bin dann mit der Fähre übergesetzt nach England. Und habe mit ihr ein Jahr in England verbracht. Und diese Pfeife hier, die haben wir in einer zerfallenen Kirche in England gefunden. In der Kirche war die komplette Empore eingebrochen, die war komplett verlassen, wurde nicht restauriert. Und das ist ein Teilstück von einer großen Orgel, eine Holzpfeife, die damals dementsprechend hochkant so aufgereiht waren. Und dann war das eine der kleineren und dann sind die natürlich nach oben größer gewachsen und auf der anderen Seite wieder kleiner geworden. Mein längster Auslandsaufenthalt war England. Dann kam natürlich Selbstständigkeit, Hausbau, Kinder dazwischen. Aber trotzdem ist der Wunsch nach einer größeren Reise immer noch vorhanden. Vielleicht mal Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da bin ich, glaube ich, recht gut aufgehoben. Und vielleicht mal schauen, wo mein Chevy herkam aus dieser Zeit. Das erleben dürfen wäre noch so ein großer Wunsch. Run, run, run.
Einwohner haben wir 285. Ich kann jetzt sagen, Lars ist der Knaller hier im Dorf. Ist er das? Ja, ist er schon. Dankeschön. Er macht einfach Dinge, wo viele gar nicht wissen, dass man die machen kann. Das ist ja nicht so schlimm. Nee, dann kriegst du jetzt scheiße Druck drauf. Kannst auch mehr. Okay. Noch weiter, weiter. Ja, was muss so? Wir fahren heute an die Eisdiele. Yippie-a-yo. Gut, es gibt halt viele Autonarren hier, die sind halt bei dem Chevy. Ja. Zündung an. Weißt du, was das Beste ist? Mit Auspuff ist er nicht viel leiser. Wir haben schon drüber geredet. Wir würden gerne irgendwann mit dem Chevy mit Wohnkabine auch mal reisen. Das wäre schon ein Ziel. Aber jetzt muss man auch erstmal Richtung Kinder blicken und den Kindern erstmal den festen Boden auch geben und nicht sagen, wir fahren jetzt mal 8 Wochen weg. Es ist dann schon für die Kleinen noch sehr schwer, der Großen nicht so, aber bei der Kleinen merkt man halt schon. Whatever makes you happy. Whatever you... Also manche, die gehen ja in den Urlaub nach Italien oder nach Frankreich oder sowas, aber wir gehen auch einfach auf die Lot und das ist für uns schon wie Urlaub, weil... Es ist halt einfach ein schönes Gefühl, da zu sein. So. Die Lot ist ein Festival hier aus dem Umkreis. Deshalb ist mir dieses Schild hier so wichtig. Vor 25 Jahren zum ersten Mal hingefahren mit Bierkisten im Kofferraum. Und wo die Kinder geboren wurden, hat man irgendwann die Bierkisten gegen Bobbycars ausgetauscht. Ich bin da halt seit meiner Geburt gewesen und das ist halt ein wichtiges Festival. Dann wurde auch ein Wohnwagen angeschafft, dass die Kinder ein Zuhause haben. Damit die dieses Zuhause wiederfinden, haben wir dann einen 6 Meter Fahnenmast an diesen Wohnwagen gestellt, dass die auch unter 10.000 Menschen noch wissen, wo zu Hause ist. Und somit zieht sich die Lot eigentlich durch mein Leben bis heute und letztes Jahr zum 25. Mal da gewesen. Hey, moin. 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 Ich war relativ spät dran, mit fast 30, auch nicht geplant zu diesem Zeitpunkt. Eigentlich ist immer der richtige Zeitpunkt, ja. Und dann war es dann soweit, ja. Bei jeder Ultraschalluntersuchung kam ein Kind hinzu. Also Zwillinge war schon ein Schock. Bei der dritten war meine Frau mit den Nerven am Ende. Beim vierten, da wusste ich nicht mehr ein und aus, ja. Aber dann waren sie da und... Was uns Männern ja definitiv fehlt, ist erstmal der Bezug zu dem Kind, was da kommt. Also die Frau hat das ja schon 9 Monate gespürt. Für uns ist das erstmal einfach da. Da hat die Frau natürlich einfacher, oder? Siehst du das anders? Ja, also meine größte Angst, nochmal, mit Kindern nicht viel Mut. Wie soll ich mit 4 Kindern da eine Beziehung haben? Wie soll das überhaupt gehen? Mir war unklar, wie das klappen sollte. Ja, aber so geht Leben. Also man das, ja. Man wächst da rein. Man hat nicht viel Zeit, für drüber nachzudenken. Und auf einmal sind die Kids ja auch schon 10 Jahre alt, wenn man realisiert hat, was da passiert ist. Vorher war ja alles nur für mich da. Ja, mein Karriere. Ganzes Geld war für mich, meine Karriere war für mich. Ähnlich. Also hat das Leben um 100% auf den Kopf gestellt. Aber zum Positiven irgendwo. Egal, wo mich meine Firma hingeschickt hat, ich war der Erste, der ja sagte. Ja, und dann kommt da was Neues rein und das nimmt Zeit. Ja. Und viel Rücksicht. Wenn du vor dieser Aufgabe stehst, ist das eine unüberschaubare Zeit. Was ich überhaupt nicht lustig fand, ist, wenn die neue Sachen können und auf einmal viel freier werden. Ja? Die machen auf einmal Sachen ohne mich. Und die brauchen mich gar nicht mehr. Aber man muss auch gehen lassen. Also du musst, ja, die müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Ja, ich glaube das, aber dann machen. Ja. Es gibt ja nichts Schlimmeres wie Kinder, die unter so einer Käseglocke groß werden, ja. die beschützt werden, bis sie 18 sind. Also deshalb musst du ja früher schon loslassen. Ja.
Das ist immer guter Dinge, oder? Dass das jetzt klappt. Dass wir die Eisdiele nicht finden. Dass wir, ja. Ein Auto Navi? Ja. Ja, ja, natürlich. Ja. Einer muss es ja füllen. Uhr. Ja. 5 Stunden nach ins Bett gehen. Und ich bin schon wieder 2 wach. Unglaublich. Das ist olympisch, ne? Das ist olympisch. Das hört sich aber mal gesund an. Das ist schon mal nicht schlecht. Im Moment ist alles Konzentration auf Chevy, glaube ich. Deshalb bin ich hier Einzelkämpfer mit Elektromeister. Tagelanges Kabelziehen war das hier. Super, jetzt kommt deine Gattin da schon gerannt. Hat aber wahrscheinlich nur die Sicherung. Ja, wir sind jetzt irgendwo, das ist eine Elektrikgeschichte. Weil da haben wir Tag und Nacht dran gearbeitet. Und jetzt funktioniert irgendwas nicht, was nicht jetzt sicher ist, was es ist. Man kann es nicht direkt beheben. Marilyn ist von Natur aus ein sehr kinderlieber Mensch. Und die Kinder waren auch direkt verliebt in sie, sage ich mal, weil es ist jemand, der was macht mit den Kindern einfach. Und dann waren es irgendwann nicht nur die Kinder, ja. Also wir leben zusammen, wir wohnen zusammen, wir arbeiten zusammen. Und wenn wir nicht miteinander arbeiten, dann fehlt uns auch einfach irgendwie was. Das merken wir schon hier. Just like an angel. Ja, schön, das ist meiner. Da siehst du, 100 Punkte. Du bist Chef. Natürlich eher immer genau gegen die Mehrheit, aber so war ich auch. Also ich bin auch immer eher den einen Weg gegangen und nicht den Mitläuferweg. Wir greifen eigentlich beide lieber sonntags zu der Schaffbuchs, wie dass wir zu der Jeans greifen. Ja. Hi. Und dann hat sich da irgendwie so eine richtige Freundschaft und Liebe daraus entwickelt. Und die gibt dem aber auch schon mal Richtung vor. Und das gefällt mir gut. Wenn die Kinder da wieder völlig durchknallen, ne, da sagt die, nee, das machen wir jetzt nicht so. Und das nimmt die sich raus mit 25 Jahren. Das finde ich hochachtungsvoll. Die Leute sagen, oh, das ist aber schon ein großer Altersunterschied. Aber warum auch nicht? Ihr müsst ja miteinander klarkommen. Und jetzt muss ich sagen, zum Glück in meiner Nachbarschaft ist auch ein Pärchen, da sind auch über 20 Jahre Altersunterschied dazwischen. Die haben uns eigentlich den Weg schon gebahnt. Dann muss man sich das Stückchen Freiheit wahrscheinlich nehmen und nicht drüber nachdenken, was denken andere darüber. Läuft wieder! Robert sind so 10 Kilometer ungefähr. Mit Visionen und Zielen haben sie alle noch und dann denkt keiner drüber nach, ob da noch genügend Zeit ist hinten dran. Also wir haben keine Zeit für drüber nachzudenken, ob wir zu alt sind, sondern einfach machen. Und besser jetzt wie morgen. Läuft. Geil. Alle happy, Auto läuft. Lars glücklich. Achtung. Jetzt kommt das Wichtigste und dann nennt man das Einsamkeit? Und das mit der Eisdiele, das ist immer noch nicht reell. Das hört sich an wie so ein Märchen und ein Foto, was nicht echt ist. Also in unseren Gruppen gehen ja jetzt 1000 Bilder rum. Plan war, Tiny House 100% fertig. Sind jetzt 88%, würde ich sagen. Und wo man die ersten Motorgeräusche vom Chevy gehört hat, war natürlich Focus Chevy. Also da ist ja 100% erreicht, würde ich sagen. Und da die letzte Fußleiste im Tiny House nicht dran ist, damit kann ich jetzt gut leben. Weil wir waren ja in der Eisdiele. Und vor lauter Visionen im Kopf und Zielen kann man keine Angst haben vom Älterwerden.